So Leute, damit erstmal willkommen zu einer neuen Folge Minecraft. Ja, ihr seht schon, hintergrundtechnisch hat sich einiges geändert, Leute. Es dürfte sich jetzt auf jeden Fall nicht mehr so langweilig anfühlen, mir jetzt zuzuschauen bei meinem neuen Projekt. Aber Leute, ihr seht, ich hab Licht! Ja. Aber Leute, es ist einiges geplant für heute und ich bin auch nicht alleine. Geht, Jungs und Mädels. Ey, Bro, also, Fantasy, habe ich gehört, ist dein Name. Ja, da hast du recht. Nö. Was geht, Bro? Alles fresh bei dir? Alles easy? Ja, alles fit im Schritt. Alles fit im Schritt, sagt er. Aber Bro, erstmal ganz kurz eine Frage. Also, Bruder, was hast du für ein Skin, Digga? Ja, also, wir reden nicht darüber. Wir reden da nicht drüber. Okay, Leute, ihr seht schon, wir sind hier wieder in unserer Minecraft-Welt. Heute auf dem Plan steht, dass wir noch ein bisschen draußen die Welt erkunden, Leute. Es gibt, denke ich, noch einiges zu sehen. Ich weiß nicht, Ben, du bist safe richtiger Profi in dem Spiel, oder? Also. Ja, also, ich bin schon wirklich extrem gut. Ja, safe extrem gut, Leute. Erstmal danke für eure ganzen Kommentare und dem letzten Video, Leute. Also, es haben mir gefühlt 500 Leute kommentiert. Du darfst Enderman nicht in die Augen schauen. Du darfst Enderman nicht in die Augen gucken. Schau Enderman nicht in die Augen, weil wir das letzte Mal gefühlt 5000 von Enderman getötet wurden, Leute. Meinten auch ein paar, dass ich zum Beispiel Hühner mit Weizenkörner irgendwie locken konnte und dann Schweine irgendwie mit Weizen oder Möhren oder so, Leute. Ich fand es auch echt niedlich, Leute. Es haben echt ein paar dann kommentiert mit Emojis, wie man so ein Bett craftet und so, Leute. Echt cool. Wir haben mittlerweile schon ein Bett. Aber Fantasy, du brauchst safe auch noch ein Bett, oder? Also, dann brauchen wir auf jeden Fall auch noch ein Bett für dich. By the way, Fantasy, ich habe by the way schon ein Haustier. Darf ich vorstellen, das ist, warte mal, das ist Georgie. Georgie, das ist Fantasy. Fantasy, das ist Georgie. Ich glaube, der mag dich, Bruder. Was macht der mit dir, Digga? Boah, was wäre, Mann? Moisty Meier. Okay, Georgie, ich bewachst du die Insel. Georgie, kleiner, warte mal, Bruder. Nein. Guckst, würdest du mir eventuell zuhören, Bruder? Sehe ich so aus? Ja, du bist jetzt Boss hier, Big Boss, ne? Wir müssen jetzt Insel. Das war ich schon immer, du Kack. Ja, ich denke, du kriegst das hin. Ey, Bruder, ich muss dir ehrlich sagen, dein Skin, Bro, einfach Legende. Ja, also ich habe da ein paar Zähne verloren, so kann ich nichts für. Ein paar Zähne verloren, perfekt. Hä? Siehst du das? Was ist das? Das ist Zuckerrohr. Ah, das war dieses Zuckerrohr-Dings da. Was bringt ja, das? Ja, nehmen wir mal mit. Bruder, du bist hier. Also, ja, was ist das, Digga? Daraus kann man Zucker machen für einen Kuchen, glaube ich. Und das kannst du richtig einfach anbauen. Also du kannst es ziemlich einfach halt vermehren, sage ich mal so. Hier sind Delfine. Junge, wie Ehre, Digga. Oh, das ist voll cute. Kann man die irgendwie oh mein Gott, wie das cute, weiß ich Digga. Nicht. Das weiß ich aber leider nicht. Bro, warte mal, schau mal. Da ist einfach ein Dorf, Digga. Wir haben einfach ein Dorf gefunden, Leute. Warte mal. Lass mich hier aussehen. Hier ist auch ein Schaf. Hier sind auch Schafe. Wie geil. Warte mal, es meinten auch ein paar, dass die Axt nicht so schnell schlägt irgendwie. Hier hinten im Fenster. Bei mir sind 50 Zombies vor der Tür. Warte, ich geh mal oben rauf. Ja, warte, Bro. Ich gehe hier noch schnell irgendwie ein paar Schafe für die Wolle, damit wir da noch ein Bett craften können. Ich bin gleich tot, Bro. Junge! Was? Ey, Leute, ich schwöre, die Zombies sind einfach zu stark, Digga. Ja gut, Bro, Benessy, dann würde ich sagen, such dir schnell ein Bett im Dorf. Ich lege mich hier in meiner Insel und dann komme ich gleich mit zu dir rübergesteppt. 3 Tage später. Bro, Benessy, Digga, wo ist mein ganzer Loot denn jetzt, Digga? Ich brauch mein Loot, warte mal. Ich hab dein ganzes Zeug mitgenommen. Komm in ein Haus, hier sind... Dieser scheiß Creeper-Mann, Digga! Lass okay. hier rein. Warte mal, ja, kannst du meinen Zapfassern wieder droppen, was ich alles aufgesammelt habe? Ja, ja. Junge, guck mal, die haben hier so ein komisches Dingsterbumster. Ja, damit kannst du Tränke machen. Tank mit Regeneration. Jetzt stopp mir erstmal hier meinen Stuff, Digga. Ja, okay, entspann dich. Ich baue mal kurz hier dieses Dingster ab hier. Nice. So, lass ja, nimm den auf jeden Fall mit. Den musst du auf jeden Fall mitnehmen. Den muss ich auf jeden Fall mitnehmen. Hier sind auch Betten. Lass die Betten mitnehmen. Hier. Lass die Betten mitnehmen. Hier ist zum Beispiel ein Bett. Ich klau das jetzt. Was machst du da? Hat niemand gesehen. Bro. Das glaube ich mir auch mal noch mit. Klaust du gerade etwa? Also? Craft mir doch schnell was, Bro. Warte mal, ein paar Holzbretter. Jetzt crafte ich mir nämlich auch mal so eine... Nee, ich glaube, Eisen ist zu wertvoll. Da will ich mir keine Axt mit craften, Leute. Okay, warte mal. Ich klaue mir erstmal ganz kurz hier... Ja, Bruder. Ich klaue mir mal ganz kurz dein Stuff hier, Bruder. Wir sehen uns dann, ne? Ja, hauen sie rein. Ah, okay, warte mal. Hier sind auch so Falltüren. Leute, ich klaue jetzt hier nur ein bisschen... Maja, komm mal her. Ja, Bruder, warte. Hier ist noch ein Braustein. Nimm wieder mal mit. Also, Leute, ihr könnt mir mal gerne die Kommentare schreiben, für was die ganzen Blöcke hier und sowas gut ist. Ich steame das jetzt einfach mal alles hier. Guck mal, da hat auch ganz viel Stuff. Ich kann das aber alles gar nicht aufsammeln. Nein. Oh, bei mir ist Heu. Das brauchen wir unbedingt. Wir können es daraus gleich Brot machen. Wir brauchen nur ein Crafting-Tape. Ja. Ich muss mir nochmal hier ganz kurz irgendwie ein paar Sachen reinmachen, die ich gerade auf den ersten Moment nicht brauche. Ich hab ne Kiste mit Kartoffeln und Brot. Ja, war, Bro. Also, wir stehlen jetzt erstmal hier ein bisschen die Dorfbewohner. Die ziehen mir erst ein bisschen ab, Leute. Aber das sieht jetzt auf jeden Fall niemand. Ich habe auch einen Kompass, Bro. Was bringt mir dieser Kompass hier eigentlich? Kann da irgendwas Besonderes? Der sieht, den brauchen wir unbedingt. Der sieht,
Also der zeigt dir an, wo das Bett ist. Also wo dein Spawnpunkt ist. Ich weiß nicht, Bro. Noch ein bisschen gucken, ob die noch hier irgendwas rumstehen haben, die... Brauchst du was zu essen? Ah ja, hier vorne. Warte, komm. Ja, genau. Da hier auch noch sowas Komisches stehen. Das brauchen wir auch noch. Also wir stehen jetzt erstmal so ein bisschen die Grundausstattung aus dem Dorf, Leute, einfach. Ja. Ist auch noch ein Bett, das nehmen wir mal auch noch ganz kurz. Was ist hier noch drin? Hier ist eine leere Chest. Die kann man auch einfach noch mitnehmen, Digga. Egal. Ja, wofür braucht ihr Fackeln? Ja, Digga, egal. Lass sie einfach mitnehmen. Dann weiß ich nicht, Bro. Oh. Vanessa, Bro, was machst du da? Ja, ich hab aus Versehen eingeschlagen. Und dann weiß ich nicht, lass mal ganz kurz hier irgendwie was craften. Warte mal. Ein Heublock oder ein Strohbein. Und daraus können wir uns jetzt noch mehr Brot machen. Warte, ich mache noch mehr Brot. Zack. Warte mal, ich baue mir mal ganz kurz hier eine Spitzhacke. Ich baue auch für dich gleich noch eine Spitzhacke, Bro. Ich habe nämlich noch absolut Ahnung, wie das geht, Bro. Da kenne ich mich nämlich jetzt mittlerweile aus. So, warte mal. Ich habe dir jetzt mal 6 Brot gegeben. Jetzt haben wir beide 6 Brot. 6 Brot? Yes. Ehre, Mann, Digga. Sind die hier irgendwo in den Ofen, die Brüste? Oder kann ich irgendwie das Brot essen? Ja, du kannst das Brot so essen. Okay, warte mal. Ich gönne jetzt das Brot hier. Ah, ich kann immer Brot essen, Digga. Nice. Okay, Benny, siehst du das hier vorne? Lass mal. Hier vorne. Ja. Hier die Kohle noch abbauen. Zack, zack. Wait, kann ich das... Ah, nee, ich kann es nicht zähmen. Was machst du da, Bro, Benny? Ich hab dem Pferd jetzt... Komm, bitte, bitte, bitte. Bitte, bitte. Och, ja, was Mann. Machst du da, Bro? Versuch das Pferd zu zähmen. Als wenn man einfach Pferde zähmen kann. Ich hab's gezähmt. Was? Ja, ich hab's. Wir brauchen noch einen Sattel, dann kann ich's reiten. Was? Wir haben einfach jetzt schon ein Pferd? Oh mein Gott, was? Hä? Okay. Junge, was ist das? Hallo, Benny, Bro, der Pferd. Komm raus. Was ist das, Digga? Gott, Digga, was ist das, Bro? Das ist nämlich so Würmer, Digga. Eklig. Was ist los, Bruder? Hier oben, warte. Ich will noch kurz was klauen, Digga. Lass mich noch kurz was klauen. Ja, okay. Aber lass unbedingt schnell schlafen gehen. Ich hab gemerkt, dass wieder 5000 Monster hier zu mir kommen. Weißt du, ich meine? Ja. Weil wir müssen hier oben auf dem Turm schlafen. Weil sonst lässt Minecraft uns nicht schlafen mit... Ja, es sind Monster in der Nähe. Hä, wie meinst du das, Bro? Okay, bist du ready, Bro? Let's go, okay, Digga. Let's go. Mal gute Nacht, Bro. Schlaf gut. Und jetzt, warte mal, lass du runter, Digga. Hä? Junge, kommst du runter? Ich hab irgend... Komm doch runter, Benny, Bro. Ja, warte. Ich will heftigen MLG machen. Okay, kein MLG. Ich hab verkackt. 2000 Jahre später. Was ist denn das, Bro? Tschüss. Ja, das habe ich vorhin schon gesehen. Das ist eine Schlucht. Oha. Hey, in der Schlucht sind doch safe immer so richtig viele Erze oder sowas, Bro. Ja, aber lass nicht runtergehen. Da ist einfach Eisen, Bro. Lass runter, let's go. Aber wir lassen ein bisschen auf safer Basis, okay? Safe, ja, safe, Bruder. Bro, ja gut. Ey, dann lass uns mal das ganze Eisen hier abfahren, Bro. Oh mein Gott, wir haben schon so viel Eisen jetzt, Leute. Dann können wir uns einen Eimer irgendwie craften. Gibt's irgendwie einen Eimer oder sowas? Ja, klar, dann so, da können wir ja auch Wasser und sowas mitnehmen oder Lava oder so. Nimm mal dein Korn aus der Hand, ich zeig dir was. Warte, mit. Ja, warte, ich muss noch kurz was erledigen, Bro. So, hat jemand gesehen, Leute? Okay, warte, das Huhn soll jetzt mitkommen, warte. Ich will dir was zeigen. Ey, da kommt noch ein Hühnchen, Digga. Ja, warte, das soll ich, warte. Komm hier runter, warte. Ich zeig dir jetzt was heftig. Ja, spring da runter, du Dummkopf! Nein, du hast es getötet! Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Ich wollte was Schönes mit denen machen. Also die sollten jetzt Dingsbums Liebe machen, ne? Eier irgendwie. Wir haben ein paar Leute reingeschrieben, dass sie dann irgendwie Eier machen. Ja, genau. Also entstehen zu Babys so, ne? Haben. Boah, das ist ja voll cool. Warte mal, hier ist auch... Ah! Raus, hier ist eine Höhle. Die können wir alles mal erkunden gehen, Bruder. Nicht jetzt. Boah, ey, die müssen wir unbedingt mit nach Hause nehmen, Bruder. Warte mal, Ben ist hier, Bro. Was ist das da vorne, Digga? Ben ist hier, Bro. Komm mal zu mir. Bro, Ben ist hier. Du, komm mal mit, Bro. Was ist das da vorne, Digga? Mal. Da ist irgendwas Goldenes, Digga, und so schwarz und so. Oh, da müssen wir hin. Was ist das, Digga? Altes Enderportal. Ein Enderportal? Das ist ein altes Enderportal. Es ist jetzt mittlerweile kaputt, aber man kann es wieder... Ja, aber Enderportal sind doch... Ist es nicht das, was unten ist, Digga? Hä? Ich brenne! Ja, weil du auf dem Block bist. Das ist ein Magma-Block, ist das, meine ich. Auf den, ja, Digga. Ja, ist ein Magma-Block. Da bekomme ich Schaden. Sehr schön, perfekt. Hier ist eine Kiste, warte. Nimm mal die Kiste. Oh, da ist so richtig krasses Stuff drin. Ist so eine Goldhacke. Oh. Da ist die Goldhacke. Obsidian. Das sind so Eisenklumpen drin. Und Feuerzeug. Ey, warte, Benny, bleib mal stehen, Bro. Ja.
Pie? Hör auf! Nein! Feuer mache! Ey, ich brenne! Karma. Hör auf, mit dem Feuerzeug rumzuspielen. Mit einer Eisen kannst du das abbauen. Ich hab eine Eisen, Digga. Ja, okay, wir sind reich. Guck mal, ich hab Gold, Dingsblöcke. Nimm auch noch das Obsidian mit. Ich glaube, das kann man auch mit einer Eisenspitzhacke abbauen. Ja, warte. Das geht aber nicht, Digga. Schreib in die Kommentare, ob Benjamin damit recht hat, Leute. Ich kenne mich echt nicht aus, aber... Aua, ich bin gleich tot. Es wird doch wieder dunkel, Bruder. Lass mal dieses Hühnchen noch kaputt hauen. Komm her, du Stinkehühnchen. Stirb! Okay, lass schnell wieder los. Ich habe nur anderthalbes Herz, Bruder. Wir müssen uns beeilen, Bruder. Schnell. Du wärst fast selber da drin gespawnt. Warte mal. Ich hab einen Eimer. Lass die Lava mitnehmen, okay? Weil ich wollte schon den Ofen mit abbrennen, nicht mitnehmen. Egal, bleib halt hier. Ist mir jetzt auch egal. Oder, na, komm. Ja. Junge, die folgen mir nicht mehr. Jetzt. Ja, weil das ist doch nur eins. Nur eins. Wo willst du uns? Hier ist kein zweites in der Nähe. Geh rein da. Ich wusste noch nicht mal, dass es geht. Ich bin Minecraft-Profi geworden. Ha, du bist schlecht, Benessi, Bruder. Bruder, Benessi, jetzt nimmst du auch noch ein Hühnchen. Dann nimmst du noch eins auf deiner Seite mit. Und dann können wir die mit unserer Insel nehmen. Und dann können wir die paaren. Ja, genau. Alarm, es kommt ein Notruf an. Seit wann können eigentlich Kühe brennen? Ist das normal? Wie? Hast du sie angezündet? Okay. Mir sind auch noch zwei Hühner, Bruder. Hier sind jetzt zwei, aber jetzt komme ich nicht mehr rein. Ja, es passt nur eins rein. Ja, jetzt komm, wir müssen jetzt los, Mann. Leute, ich bin so hyped. Wir haben jetzt so viel krassen Stuff, Leute. Wir sind jetzt nicht mehr so arm in der letzten Folge. Okay. Let's go. Wir sind jetzt schon richtig gut, Mann, Leute. Jetzt warte mal. Mein Dingsboot fährt nicht, Mann. Jetzt. Okay, komm. Ich muss euch ehrlich sagen, Leute, ich finde die Landschaft auch so schön. Schon ein bisschen überall so Flüsse. Man kann überall zu dem Dorf jetzt mit dem Fluss hinfahren. Wir haben ein Portal entdeckt, Leute. Wir haben Eisen, wir haben Kohle. Wir haben ein Hühnchen hinten drauf, was mit uns fährt, Leute. Wir können jetzt quasi einfach hier immer mit dem Boot zum Dorf fahren und ein paar Sachen zu snacken und dann vielleicht wieder auch Dorfbewohner vielleicht mitzunehmen auf dem Boot. Das geht anscheinend, denke ich, dann auch, Leute. Und jetzt können wir erstmal dieses Hühnchen mit zum Dorf nehmen, Leute. Und haben ja auch immer Essen und sowas dann. Das ist ja voll cool eigentlich. Ist auch unsere schöne Kröte, warte mal. Nicht du schon wieder. War echt schön ohne dich. Warum mag mich eigentlich niemand? Also, ja, dann, ja. Ich pflanze hier von gleich mal schon unser Zuckerrohr an, was wir gefarmt haben hier auf dem Dings da hier. Komm her. Ja, warte, ich brauche hier noch, Ich mache Schönheitsschlaf. Was ist eigentlich dein Problem, Bruder? Ja, so, guck mal, ich pflanze jetzt ein bisschen Zuckerrohr an, Bruder. Sag mal, könntest du eventuell hier aus dem Weg gehen, Bruder? Ich würde hier gern Zuckerrohr hinpflanzen. Lern erstmal Deutsch, die Bananen hackfressen. Moin, ich muss schlafen. Ey, hör auf, ich bin fast tot. Was, du bist echt tot? Was sagst du? Ja. Benessi, Bro, du bist echt tot, hast du gesagt? Ja. Nein. Ey, ich brenne! Ich brenne! Nein, bei mir ist auch noch Zombie. Oh mein Gott, bitte hör auf mit dem Scheiß. Okay, ich lass ja schon. Ich Benessi, Bro, ich hab da ein kleines Problem, Bruder. Geh mal ein bisschen weg, Bruder. Warte mal, du bist jetzt noch hier zwei, rein. Oder? Warum kommen die nicht mit hier rein, Mann? Hallo, du dummes Huhn. Mach die Tür kaputt. Die reißen alle aus. Komm damit, du dummes Huhn jetzt. Ey, die hören nicht mehr auf mich. Warte mal. Gib mir einen. Warte, ich lock dich schnell hier rein. Ey, die hören nicht mehr auf mich. Geh mal weg, Benessi, Bro. Komm ab da. Die hören nicht mehr auf mich. Jetzt, komm, folgt Papa Lumix. Kommt mit. Feine Hühnchen. Kommt mit. Dieses eine Huhn, das hat irgendwie keinen Bock auf uns. Egal, warte, ich krieg das andere Huhn. Was hast du denn da unten hingemacht, Benessi, Bruder? Was ist das denn? Das muss dahin. Sonst wollten, ja. Okay, warte, jetzt hier alle Hühner. Alle Hühner hier rein? Ja, Mann! Ja, wir haben alle Hühner hier. Die beste Lebensweise. Warte, wir müssen jetzt. How to Hühner gesund leben. Perfekt. So, Leute, aber damit wir jetzt hier das Video nicht in so einer Baracke verlassen, Leute, würde ich sagen, mache ich jetzt nochmal eine ganz schnelle Timelapse, wie wir nicht unser Haus bauen, aber lediglich unsere Baracke vielleicht zu einem Schuppen machen, Leute. Würde ich sagen, Leute, let's go bei der Timelapse. Wir verschönern unsere Baracke jetzt ein bisschen. Wir sehen uns gleich. Und Leute, ich habe mir gedacht, bevor das jetzt hier langweilig wird bei der Timelapse, erzähle ich euch einfach jetzt schnell, was wir gemacht haben. Als allererstes haben wir noch ein bisschen Holz abgebaut an der Seite, dass es jetzt nicht so weird aussieht, wenn das Haus dort steht, Leute. Dann ein paar Sachen gecraftet, ein paar Blöcke vom Portal genommen, die wir aus dem Dorf geklaut haben. Daraus haben wir dann so ein Survival-Haus gebaut mit ein paar verschiedenen Blöcken. Dann haben wir hier gerade noch so einen Weg gebaut aus Holz, auch Survival-mäßig so. Und ja, Leute, dann haben wir den Keller ein bisschen verschönert, das Dach gebaut. So, Leute, wir sind jetzt fertig. Es ist nicht unser endgültiges
Haus, Leute. Aber einfach, damit wir in der Ende der Folge sagen können, es ist nicht mehr so Chaos. Ich sehe gerade auch, unser ganzes Zuckerrohr ist extrem gewachsen. Und Leute, ich finde schon, es ist Geschmackssache, aber ich feiere das wirklich so richtig Survival. So ich so modern und so und gerade feiere ich so gar nicht. Leute, bin ich ehrlich, ich feiere das so, wenn Wege so ein bisschen verwachsen sind zwischendurch, Leute. Es ist wirklich jetzt nur auf schnelle Welle entstanden, wo es trotzdem 15 Minuten waren, reden wir nicht über, Leute. Und jedenfalls haben wir jetzt erstmal schon deines Haus hier. Benessi, Bruder, was machst du da? Ja, ich mache hier ein bisschen Boden. Ein bisschen Boden. So, lass trotzdem zwischendurch so bisschen diese Erde. Und Leute, ihr seht schon, es ist mega gemütlich Survival. Wir haben hier so eine komische, keine Ahnung, was das ist, Leute. Wir haben auch hier so auch so eine Kreissäge. Und ihr seht, es ist extrem laut. Und wir haben unten unsere vier Betten für Lilly, Vivi, mich und Benessi, Leute. Und hier unten ist unsere Hühnerfarm. Wir haben schon ein paar Eier gedroppt hier, Leute. So, Leute, würde ich sagen, war es das jetzt auch mit der heutigen Folge, Leute. Aber, Leute, mir hat es extrem Spaß gemacht. Ich hoffe, feiert es trotzdem, weil ja heute jemand Neues dabei war. Ne, was sagst du, Benessi, Bruder? Ist gut geworden? Was meinst du, unser Haus und so, Bruder? Ja, sieht schon wirklich nice aus. Finde ich ehrlich. Sieht wirklich nice aus. Hier würde ich sagen, Leute, war es mit der heutigen Folge. Checkt auch unbedingt diesen Prä hier auf YouTube ab, Leute. Leute, komm, lasst ein bisschen Support bei ihm da. Gönn ihm vielleicht mal eine Zahnbürste, damit er vielleicht sich ein paar Zähne gönnen kann. Und dann würde ich sagen, war's das mit der heutigen... Mit der heutigen Folge. Lass dein Like und ein Abo da. Und ansonsten. Und ansonsten würde ich sagen, Chicken Wing, was ist mit der Folge, Leute? Haut rein, bis zum nächsten Mal. Euer Lumex. Ciao, ciao.